schwimmen. Good girl.
Vorschlag, mit welcher Farbe wir anfangen. Rot. Rot, rot, rot sind alle meine Kleider. Rot, rot, rot ist alles, was ich anziehe. Ja, ich würde gerne wissen, wann du rot anziehst. Wann ziehst du denn rot an? Oder wer, denkst du, hat den rot an? Ist doch, wo wir hier so diese Station haben, neben... Wen kennst du denn hier in der Nachbarschaft? Felix. Von neben dem Kindergarten. Kennst du da jemanden, der rot oder... Na, die sind heute blau, ne? Die sind heute blau, aber das Auto ist rot. Aber das Auto ist rot, genau. Stimmt, die waren nie rot. Und die Tür ist rot. Und die Tür ist... Aber kennst du hat keine Kleider. Kennst du einen Beruf, in dem rote Kleider getragen werden? Ich kenne das. Kleidung? Rote Kleidung. Oder in diesem Fall, wo das Auto rot ist. Das riesengroße Auto ist. Dann rot. Aber ich hab auch... Ich glaube, wir fragen Mika mal. Ich glaube, Jawohl, Mika, lass es raus. Ich hab Feuerwehr. Feuerwehrkleid. Rot, rot, rot ist alle meine Kleider. Rot, rot, rot ist alles, was ich hab. Darum liebe ich alles, was so rot ist, weil mein Schatz ein Feuerwehrmann ist. Darum liebe ich alles, was so rot ist, weil mein Schatz ein Feuerwehrmann ist. So, wer kennt denn noch eine Farbe von euch? Lotta, was kennst du denn für eine Farbe? Grün. Und kennst du auch jemanden, der immer grüne Kleider anhat? Nein. Wer kann Lotta mal helfen? Lisa, kennst du jemanden? Wer hat immer grüne Sachen? Du, ja, darum lieb ich. Das ist auch gut. Alles, was so grün ist, weil Lisa grüne Sachen. Das ist auch sehr schön. Aber kennst du noch jemanden? Und der Jäger hat er auch jetzt als nächstes die Hand im Wald, der Jäger? Nee, welche Sachen hat der? Ein braunes Sachen hat der andere. Der Förster, der hat vielleicht grüne Sachen. Ja, und die Jäger. Und Jäger auch? Ja. Und Lisa. Weißt du, Lisa? Das ist toll. Hallo, Adina. Ne? Weil mein Schatz, die Lisa und der Jäger ist... Ja, grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so grün ist, weil die Lisa und der Jäger grüne Sachen trägt. Weil die Lisa und der Jäger grüne Sachen trägt. Siehst grüne Sachen gerne an. Weil mein Schatz ein Jäger ist. Und ein Kindergartenkind, das Lisa heißt und grüne Sachen trägt. Aua! Lenny, welche Farben kennst du denn? Weiß. Okay, du hast selber auch weiß. Kennst du denn jemanden, der in seinem Beruf immer weiß tragen muss? Mama! Ja, Mama, stimmt, die hat auch weiß. Was macht die denn? Die Sanitäter! Sanitäter? Ne? Okay. Ja, richtig, genau. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider. Weiß, weiß, weiß ist alles, was ich hab. Darum liebe ich alles, was so weiß ist,
weil meine Mama eine Sanitäterin ist. Weil meine Mama eine Sanitäterin ist. Ganz persönlich mit zum Beispiel. Ja, da war Malte wieder ein bisschen zu schnell. Ne? Zoe hat noch eine Idee zu einer Farbe. Gelb. Wie die Sonne. Leuchtende Farbe. Wie die Sonne. Und gibt es einen Beruf, den du kennst, der wo Gelb sehr viel vorkommt? Die kommt hier auch jeden Tag vorbeigefahren. In einem gelben Auto. Und gelbe Socken. Ein Mann oder eine. Andrea hat kein gelbes Auto. Andrea hat ein weißes Auto. Die ist bei Hermes, die ist nicht bei der Post. Ne? Nicht mehr. Hat sich verkauft. Nein, ich meine das gelbe Auto, was hier jeden Tag anhält. Und dann steigt da manchmal eine Frau oder manchmal ein Mann aus. Und die bringen dann etwas hierher. Entweder ist das so ganz klein und passt in eine Hand. Oder ist es so ganz groß und schwer und dann müssen die das hier hochschleppen. Na, so. Genau. Also, die Post, was ist mein Schatz? Ein Postfahrer. Ein weißt du nicht? Da. Postbeamter, oder wie ist fällt die Post. Der fällt die Post. Das ist wie Trinktütchen, ne? Da sagen wir auch nicht Capri-Sonne. Da sagen wir Trinktütchen, weil wir trinken aus dem Tütchen. Also, der bringt die Post, ein Postbringer ist, ein Postbringer ist. Postbringer. Was hießen die denn früher? Postbote. Postbote. Der Bote. Jetzt haben wir es. Wir sind jetzt bei Geld. Geld, 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 alle meine Kleider. Geld, 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 ist alles, was du da bist. Warum liebe ich alles, was du gelb ist? Weil mein Schatz ein Postbote ist. Alles, was so gelb ist, weil mein Schatz ein Postbote ist. So, Hannes Finger geht noch nach oben. Welche Farbe hast du noch? Pink. Oh, jetzt wird's schwierig. Ah, jetzt wird's Pink. Einfach. Jetzt wird's einfach. Weil ne? mein Schatz ein Einhorn ist. Das esse ich alle zwei Tage, dieses wunderbare, dieses wunderbare Geschäft, das pink ist. Ja, aber das ist ja leckerchen. Ja, aber darum liebe ich alle, was so pink ist, weil mein Schatz später ein Schnitzel wird. Ne? Das ist Entwicklung drin, ne? Ich will auch pink hier braten. Schwein. Ja, das meinte Dagoberta auch. Darum lieb ich alles, was so pink ist, weil mein kleines Schweinchen später mal ein leckeres Schnitzel ist. Weil mein kleines Schweinchen später mal ein leckeres Schnitzel ist. Vanilliert, fertig. Nein, aber ein Beruf. Kennst du denn einen Beruf? Ein Beruf. Wo man rosa angezogen ist, ein Beruf. Oh, Kindergartenkind. Ja, ich habe heute auch bei seinen Erzieherin. Ne? Oder, naja. Was für ein Schwan? Der Schwan, der Hals von dem Schwan ist oftmals pink. Ja, aber es ist kein Beruf. Es ist kein Beruf. Ja gut, ein Schwein ist auch kein Beruf. Ne? Ne? Oder auch, wenn es weg war, hat ein Schwein gehabt, aber sonst. Ne? Kein Beruf. Flamingo-Flieger. Flamingo-Flieger, naja. Das ist aber an den gefärbten Haaren, wer weiß. Ja, aber Quatsch aus, ja. Das stimmt. Ein, kennt ihr jemanden, der arbeitet und dazu pinke Sachen anhat? Ja, genau. Und da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht. Und wo arbeitet deine Mama? In der Tagespflege nebenan. Okay, ja gut, vielleicht ist das die neue Farbe für Tagespflegerinnen. Pink, 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 sind alle meine Kleider. Pink, 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 das ist alles, was so schlecht ist. Warum liebe ich alles, was so pink ist? Tagespflegerin ist. Darum liebe ich alles, was so pink ist. Weil mein Schatz eine Tagespflegerin ist. Nikolas? Komm mal bitte. Darf ich noch die Farbe sagen? Das ist noch jemand, der keine. Blau. Oh. Ja, blau. Und das ist ein Beruf. Und? Welcher? Was fällt dir ein? Polizei. Ja. Das ist korrekt, die Zeiten sich ändern, ne? Annie wollte auch sagen. Blau, 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 alle meine Kleider. Blau auf mein T-Shirt. Alles, was ich habe. Darum liebe ich alles, was so blau ist. Weil mein Schatz
ein Polizist hält und sein anderer hält. Darum liebe ich alles, was so blau ist, weil mein Schatz ein Polizeibeamter ist. Hast du noch einen? Ich hab noch eins, das kennen alle. Das kennt. Also Sonnenblume steht an unserem Zaun. Moment. Zu hoch, viel zu hoch. Die auch, ne? Viel zu tief. Ja, besser. Ich kenne Fuchs. Sonnenblume steht an unserem Zaun. Sonnenblume, gib ein Körnchen Erde. Bitte, liebe Sonnenblume, gib ein Körnchen Erde. Und das Blümchen zum Tick, kann mein Blumenzahn. Danke, liebe Sonnenblume, bis zum nächsten Mal. Danke, liebe Sonnenblume, bis zum nächsten Mal. Alle gehen jetzt nach Hause. Oh, oh.